Was geht, Leute? Mein Name ist Arnold Fox und diesmal rätseln wir wieder mit Don't Talk. Und zwar in Keep Talking and Nobody Explodes. Diesmal mit Philipp, der extra aus Berlin zu Besuch gekommen ist und sich mal VR anschauen wollte. Und da fiel uns ein, hey, lass uns ein bisschen unsere Intelligenz spielen lassen, anstatt unsere Muskeln. Und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Nach dem Intro geht's los. So, okay. Jetzt Moment. Also einmal das Manual lesen. Mach mal. Ich bin in einer halben Stunde wieder dabei. Okay, ich muss jetzt hier erstmal meinen Platz hier, meinen Arbeitsplatz hier kurz einrichten. Achso, warte, ich muss auch das Ding hier anklicken, sonst kann ich es nicht steuern. Ah, jetzt. Der Stuhl ist noch zu hoch. Der ist genau so richtig, wie er sein muss. Du solltest dir da nicht zu bequem machen. Doch. Du sollst nicht einschlafen bei meinen Chefen. Ich will hier gerade Pfeiltasten drücken, aber ich bin gerade noch nicht in dem... Ich bin woanders gerade. Warte. So, jetzt. Okay, 5 Minuten. Wir haben 3 Kabel. 3 Kabel, okay, warte. Kabel. 3 Drähte, wenn es. Geschafft! So einfach! Feierabend! Warte mal, dann mache ich jetzt hier Vorschau an. Ich will sehen, was passiert. Nix wird schwarz. Ja, ich sehe bloß auch dich. Keine Zeremonie. Das ist ja ganz schön Anti-Climax hier. Wie, du siehst nur mich. Aber Video stimmt. Ja, ich sehe deinen roten Border um dich herum. Na, das ist falsch. Oh. Are you ready? So, der Commander ist ready. Der Experte meine ich. So, das heißt... Ja, diesmal müssen wir wieder so tun, als hätten wir es noch nicht geschafft. No, wir haben es auch nicht geschafft. Ja, wir haben es auch nicht geschafft. Das schwerste Level. Okay, doppelter Einsatz. Okay. 5 Minuten, 6 Module. 6, boah, du bist schon ganz schön, okay, 6 Minuten. Okay, und los. Sehr gut. 5 Minuten. Das ist gut, dass ich so die echte Uhrzeit auch sehen kann. Ich auch. Ja, über mir. Genau. Okay, 6 Kabel. 6 Kabel, warte, ja, 6 Kabel. Rot, rot, weiß, rot, weiß, rot. Rot, 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 rot. Weiß, rot, weiß, rot. Also, wenn es keinen gelben und die letzte Ziffer der Seriennummer. Was ist die letzte Ziffer der Seriennummer? 1. Dritter Draht. Was? Dritter Draht. Richtig. Oh, sehr schön. Easy. Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Okay, das ist easy. Super easy. 6 Drähte. Okay, nochmal. Blau, okay. Weiß, weiß, blau, weiß, blau. Blau, weiß, weiß, blau, blau, weiß, blau. Weiß, blau. Okay. Ja, dritter. Dritter. Ja. Richtig. Symbole. Okay, Symbole. Ja. Omega N Kerzenleuchter 6. Omega N Kerzenleuchter 6. Wo ist der Kerzenleuchter? Da. Wo ist Omega? Da. 6 und N. Okay, 6. Jo. Kerzenleuchter. Jo. N. Gut, nochmal Omega. Symbole. Okay. B, 6, Fragezeichen, Raumschiff. Raumschiff? Ja, Alien. Von Krieg der Welten. Ja, okay. B? B. Nein, falsch! Scheiße. Ah, nee, 6, sorry, 6. B? 6. B? Ja. Raumschiff? Ja, richtig. Gut. Mach das nicht nochmal. Okay. Knopf. Knopf, ein gelber Knopf, auf dem steht Abbrechen. 2 Minuten 50. Easy. Da lehne ich mich. Ich habe ja nicht mal eine Rückenlehne. Da hat die Firma gespart. Oh, warte. Das ist schwer. Oh, oh. Oh, schwer. Oh, Panik! Okay, warte. Also, gelber Knopf. Ja. Der sagt Abbrechen. Richtig. Also, er steht drauf. Er sagt nichts.
Ja. Also wenn der Knopf blau ist, nee, weg. Wenn die Bombe mehr als eine Batterie und Knopfbeschriftung springt, auch nicht. Drittens, wenn der Knopf weiß, ist auch nicht, okay. Wenn an der Bombe mehr als zwei Batterien sind... Einen Moment, ich checke. I can hear you. Oh, nicht du. Keine Batterie. Okay. Wenn der Button gelb ist und einen drück... und liest... Wenn der Knopf gedrückt ist und liest bei einem gedrückt... Achso, okay, er ist gelb. Einfach drücken. Farbe sauber. Weiß. Loslassen, wenn der Timer 1 zeigt. Okay, noch ein Button. Ja. Abbrechen, rot. Eine Minute 30. Okay, drücken. Weiß. Wieder bei 1. Yeah! Easy! Haben wir es geschafft? Nee. Ja. Alles? Ja! Easy! Yes! Like a pros. Oh. Ja, jetzt bin ich warm. Jetzt, warte, sei mal ganz ruhig. Ich muss jetzt mal erst kurz Claire ausschalten. Ja. Nichts sagen. Stop listening. Alright. And the battle continues! Ja, jetzt, wie viele jetzt Module? Ja, ist mir egal. Hau rein. 11 Module. Okay. Oh, wie viel? 5 Minuten ist schon knapp, aber na gut. 5 Minuten, okay. Bereit? Quengel-Module. Ich weiß nicht, was Quengel-Module sind. Ja, ich hab das hier gelesen. Warte mal, ich guck mal kurz. Quengel-Module können nicht entschärft werden, fordert aber ständig deine Aufmerksamkeit. Was? Okay, interessant. Ja. Probier mal aus. Okay. Aber okay, dann bereit? Sind 11 Module viel. Na, egal, komm, wir machen. Ach, Pussy. Was für Aufmerksamkeit? Defizite? Egal, die wollen irgendwas von dir. Okay. Kabel. Alles klar. Weiß, gelb, weiß. Zweiter. Yo, Simon says. Wo ist er dir? Okay. Ist ein Vokal oder ein Vokal? Ja, I. Okay. Dann schieße los. Blau. Rot. Blau, grün. Rot, gelb. Blau, grün, grün. Rot, gelb, gelb. Ach, was? Oh, Licht geht aus. Hallo? Was war jetzt los? Quengel-Modul. Blau, grün, grün, gelb. Ach, fuck. Zwei Fehler, sorry. Zwei gleich. Ja. Oh. Blau, grün, grün, gelb. Rot, gelb, gelb, blau. Blau, grün, grün, gelb, blau. Rot, gelb, gelb, blau, rot. Gut. Nein. Oh fuck, wir schaffen das nicht. Ach du Scheiße! Gas ablassen. Ich mach mal nein. Ablassen verhindert Explosion. Gas ablassen. Nein. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Symbole. Ja, wir müssen. Ja, okay. Schieß los. Schlange, Kronleuchter, Smiley, C. Kronleuchter, Smiley, C, Schlange. Okay, Display. Ja. Zwei. Okay, warte, zwei. Zweite Position. Zweite Position ist eine 1. Okay. Next. 3. Erste Position. Eine 3. Okay. 4. Drück die Taste mit 4 beschriftet. Die dritte Position. 1. Drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 1. 1.
50 Sekunden. Oh, schafft man nicht mehr. Oh. Eins. Drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 1. Also wenn du jetzt die 1 hast, musst du die Position 1 drücken, oder was? Ich kann mir keinen Fehler mehr erlauben. Aber ich habe auch nur 30 Sekunden. Ich glaube... Drück die 2, Mann. Position 2 oder Beschriftung 2? Position 2. Sicher? Ja. Okay. 13 Sekunden. Was war das? 4. Okay. Oh. Ich gehe in Deckung. Ah, weg da. Nein, ich habe sie weggeschmissen. Warte mal. Ey, das Ding macht mich wahnsinnig. Warte. Aber ey, das geht mir nicht aus, das geht mir nicht aus dem Kopf. Guck mal, hier steht. Wenn der Bildschirm 1 anzeigt, drücke die Taste in dasselbe. Wo stehst du? Wo sitzt du? Hier? Ich weiß nicht, was du siehst. Doch, du siehst. Ich sitze gegenüber. Ah, okay. So, erzähl. Warte, ich hör zu. So. Wenn der Bildschirm 1 anzeigt, richtig? Wenn der, ja. So, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 1. Genau, und deswegen sage ich ja, du musst die Beschriftung und die Position. Warte. Aber meine Frage ist, Position von was? Also da steht ja dieselbe Position, aber Position zu. In welchem Verhältnis zu was? Ja, in der ersten Runde ist auf der Position 1 zum Beispiel die 4. Ja. Und er fragt ja, drücke die Taste, die in der ersten Runde auf Position 1 war, also die 4. Aber er sagt nicht Position 1, er sagt nur dieselbe Position. Ach so, dieselbe heißt wiederhol nochmal 1. Ja, genau. Okay. Ja, okay, gut. Pass auf, dann machen wir das jetzt so. Wie viele Minuten? This is the last round. Du musst auch noch eine Bombe entschärfen, gell? Okay. Warte. Abschnitt 2. Quengelmodule können nicht dauerhaft entschärft werden, sondern bleiben eine stetig wiederkehrende Gefahr. Quengelmodule erkennt man an dem zweistelligen Timer oben auf dem Modul. Interaktion mit der Bombe können diese Module aktivieren. Einmal aktiviert, müssen sie umgehend entschärft werden, bevor ihr Timer abläuft, ansonsten wird ein Fehler registriert. Bleib wachsam, Quengelmodule können sich jederzeit wieder aktivieren. Okay, du wirst schon wissen, was du da machst. Ja. So. Bist du bereit? Jo. Ich auch. Du auch? Und ich los. Auch. Ich hab keinen Platz mehr, ich brauche ein neues Post-it. Was nimmst du Post-it? Ja, was? Wie was? Da was ist doch ein Block. Wo? Oh. Das ist egal. Das reicht mir. Keine okay, Zeit mehr. Simon Says. Simon Says, okay. Vokal, kein Vokal? Ich hab vorbereitet hier, nicht. Nein. Kein Vokal, okay. Schieß los. Ach du Scheiße. Rot. Blau. Rot, gelb. Blau, rot. Rot, gelb, grün. Blau, rot, grün. Rot, gelb, grün, gelb. Blau. Rot. Grün. Rot. Gut, deswegen wiederhole ich das auch immer. Haben wir geschafft. Ah, scheiße. Okay. Letzte Symbole. Hast mich echt durcheinander gebracht. Okay. Symbole, gell? Ja. Oben mit dem Strich nach unten. Ja. So ein H mit dem Fuß so. Ja. Umgedrehtes Fragezeichen CO. Okay. O. Ja. C. Das CO. CO. Ja, das ist so ein C, so ein Schreibschrift C mit einem O. Ah, ach so, ja. Hast du? Ach so. Soll ich drücken? Oh, warte, Aufmerksamkeit. Oh, soll ich das C drücken? Ich habe versehentlich auf den Bildschirm geguckt, aber ja, also C, ich sagte die Reihenfolge, C, dann CO, dann H und dann Fragezeichen. Okay, gut. Display. Display. Ja, okay, I'm ready. Hab eine 4. 4, das heißt, drück die Taste in der vierten Position. Ist eine 1, glaube ich. Das Licht ist aus, ich sehe es nicht. Ah, jetzt. Eine 1. Okay. Hab ich. 4. 4 bedeutet, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 1. Also, Position 4. Ist eine 2.
2. 2, drück die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 1. Alter, die wollen mich hier... Also Beschriftung wie in Stufe 1. War eine 4, oder? Oder was war die? Die Beschriftung in Stufe 1 war eine 1. Dann muss ich die 1 drücken und das ist auf Position 4. Okay, also 4, 1, 3, warte mal, wir sind jetzt Stufe 4, okay, 3, drück die Taste in derselben Position wie in Stufe 2, 4. Was, 4 Beschriftung oder Stufe, Position 4? Position 4. Position 4 ist eine 3. Okay, fünftens. 4. 4, drück die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 3. Position 4. Position 4 ist eine 3 und war falsch. Warum? Weiß ich nicht. 3. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, ne? Scheiße. Mach mal ein anderes Modul. Okay, Riesenknopf gedrückt halten. Rot. 4 Minuten 20. Riesenknopf gedrückt halten. Rot. Rot. Drücke den Knopf und lass ihn gleich wieder los. Okay, geschafft. Gut. Kabel. Ja. 5 Kabel. Ja. Rot, blau, rot, gelb, rot. So, wenn das... 2 rote, ne? 3 rote. 3 rote, okay. Den zweiten. Den zweiten. Richtig. Okay, okay, ich habe hier ein Modul, auch mit Drähten, aber das sind so Sterne. Ja. Die gehen von oben nach unten. Ja. Was muss ich dir da sagen? Also, diese Drähte sind nicht wie die anderen. Einige haben Streifen, das ändert alles. Die gute Nachricht ist, dass wir ein Blabla. Betrachte jeden Draht. Über dem Draht ist eine LED und unter dem Draht ist Platz für ein Sternsymbol. Ja. Nutze für jede Draht-LED-Symbolkombination das folgende Venn-Diagramm, um zu entscheiden, ob der Draht durchtrennt werden soll oder nicht. Okay. Jeder Draht kann mit mehreren Farben gestreift sein. Ja. So. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen, aber sag mir mal... Den ersten Draht. Der erste Draht leuchtet, also LED. Ja. Leuchtet blau-weiß und hat einen Stern. Unten ist Stern dann sozusagen. Ja. Blau-weiß... What? Blau-weiß, hier gibt's nichts, was danach aussieht. Nächste? Warte, 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 ich hab noch keine Ahnung, was man hier machen muss. Warte. Fädendraht. So. Gott, für 8 Minuten war auch zu wenig. Muss man wissen, was ein Venn-Diagramm ist? Ich weiß es nämlich nicht. Blau-weiß. Blau-weiß. Also wir haben Stern, ja? Mhm. Blau. Positiv. Das heißt, wir sind wahrscheinlich in diesem Bereich. Okay, ich habe keine Ahnung. Blau-weiß. 1 Minute 10. Und wir haben 2 von diesen Modulen. Sind da irgendwelche Buchstaben zu sehen? Wir haben 3 von diesen Modulen. Oh Gott. Nein. Was ist oben rechts? Ist da so ein Kreis oder so eine LED oder sowas? Ja. Ist da auch irgendeine Farbe oder so? Nee, das ist einfach nur, wenn ich es geschafft habe, leuchtet sie grün. Ach so, vergiss es. 45 Sekunden. Scheiße, Mann, ich habe keine Ahnung, Alter. Was... DS, PN, B. Ja, dann schaufel ich mir jetzt mein Grab, okay? Ja, fang schon mal an. Okay. Aber kann ich vielleicht mich in diesen Karton verstecken? Ich gehe einfach hier in das Regal rein. Da passiert mir vielleicht nichts. Oder sollte ich unter den Tisch? Was macht man da? Hast du noch ein anderes Modul? Tausende! Weiß nicht, ich bin unterm Regal. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich hab. Ich warte jetzt einfach hier. Okay. Ich bin tot übrigens. Guck's dir an, ich hab keine Ahnung. Was ich hab auch keine Ahnung, du bist der Experte. So. Are you ready? Also, wir haben IJH. Wir haben ein Modul mit so Display, mit
Pfeiltasten oben und unten mit Senden-Button unten drunter. Was? Scheiße, warte mal, ich fange mal mit einem anderen an. Ja, bitte. Also, die vier die vier Farbtasten. Ah, Simon Says, okay. Ja, genau. Okay, Vokal? Wo ist die Serie nochmal? Ich muss dazu sagen, zum ersten Mal in VR das Spiel, muss ja erstmal die nicht... Nee, sieht nicht so aus, Digga, ich habe keine Ahnung, was ein Vokal mehr ist. Was? I-O-U, ne? Genau. Nee, das sind, enttäuschend. Ja. Ich stell mir schon die Facepalms vor. ja, die Schulzeit ist schon ein paar Tage her. Ja, ein paar Tage vor allem. So, jetzt schieß los. Also, keine Vokalen, gell? Richtig. Grün leuchtet. Grün leuchtet, keine Fehler. Grün leuchtet, keine Fehler. Grün. Okay. Grün-rot. Grün-blau. Grün, rot, grün. Also grün, blau, grün. Richtig. Grün, rot, grün, gelb. Grün, blau, grün, rot. Ja, geschafft. Hast du geraten oder was? Ich hab's gewusst. Hä, okay. So, wir haben jetzt hier so ein... Wir haben jetzt hier so ein Modul, da zählt eine Zeit runter. Und da ist ein Hebel dran, ein roter. Und ein. Könnte ein Widerstand sein. Ne, ein Kondensator ist das, glaube ich. Alter, ich musste gerade cheaten. Jetzt habe ich Alter gesagt. Das ist ein Quengelmodul. Oh, ach so. Aber du musst jetzt irgendwas machen. Du hast 17 Sekunden Zeit. 13. Irgendwas musst du jetzt da machen. Ich habe keine Ahnung. Drück mal auf. Oh, ich darf nicht auf dein Bildschirm schauen. Du musst da alleine durch. Ach so, ich soll gedrückt halten. Mach mal den Wecker aus. Ach so. Warum piepst denn der Wecker überhaupt? Keine Ahnung. Okay, so, jetzt haben wir hier nochmal so ein Display. Da sind fünf kleine Falltasten oben, fünf kleine Falltasten unten und darunter steht Senden. Und das zeigt mir in der Mitte so fünf das auf fünf Felder Buchstaben. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Nee, das sieht zwar nicht so aus, aber okay. Ja, das, was leuchtet, musst du mir sagen. Ja, ich kann es mal vorlesen. Interpretiere das Licht Signal der blinkenden Lampen mit Hilfe der Morsezeichentabelle, um eines der Worte aus der Tabelle rechts zu erhalten. Das Signal wiederholt sich in einer Schleife mit einer langen Pause zwischen. Digga, warte mal, Licht ist aus hier. Ja, es geht wieder an. Ich hab dir jetzt nicht zugehört. So. Also, da steht drauf IJH. Das ist doch was komplett anderes. Ja, sag ich doch. Mann, Digga, das hat nichts mit Mauser zu tun. Ich muss aufhören, auf den Bildschirm zu schauen. Okay. Die Tasten über und unter jedem Buchstaben erlauben das Blättern durch alle verfügbaren Buchstaben für die jeweilige Position. Aus den verfügbaren Buchstaben lässt sich nur ein einziges der unten angegebenen Passwörter blättern, die ich vor mir habe, aber nicht bei dir. Drücke die Sendetaste, nachdem das passende Wort gesetzt wurde. Okay, jetzt musst du durchblättern, dass ich ausschließen kann, welche Wörter es nicht sind. Geh mal das erste Buchstabe durch. Welche Buchstaben hast du? I, A, Y, D, B, S. Nochmal. I, A, Y, D, B, S. Das ist ein I, du meinst ein L, oder? Kann auch ein L sein. Das ist bei der Schreibschrift nicht, Druckschrift nicht jetzt zu erkennen. Mach mal die vorletzte Buchstabe. Das sind ja Wörter, Y, Wörter. M, Ö, E, S, V. Nochmal. Warte mal. Y, M, Ö, E, S, V. Y, M, Ö, E, S, V. Hier ist ein Wort mit E. Letzter Buchstabe. H, N, S. Ich glaube, die Zeit ist gleich um. Okay, ein N. Dritter Buchstabe. Was? Dritter Buchstabe. A, S, K, T, X, Ö. Vorletzter Buchstabe. Ups. Oh. War mir runtergefallen. V. Y, Kannst du beten draus machen? Beten. Beten? Ja. Boom. Oh, okay.
And the battle continues. Oh, ich hab Durst, Mann. Ich hab Durst. Ja, danach, wenn du das schaffst, kriegst du was zum Trinken. Wenn nicht, dann. Alter, warum ist denn der Kackkoffer so weit weg hier? Ja, alles weg hier. Ich brauch Platz. Warum geht das nicht weg? Ey. Ich will mal das mit Morse haben, ey. Ey, das macht mir Spaß. Weißt du, einfach so Unsinn machen. Ja, das macht Spaß. Ja, ja. Okay. Wir machen... Lieber richtig. Fangorio, einfach Unsinn machen. Wir machen 6 Module. 6 Module. Und 1 Minute pro Modul. Okay. Ready? Ready. Okay, 3, 2, 1. Los. Wuhu! Ah, schön. Okay, 6 Minuten. Okay. Das erste Modul ist hier mit Kabeln. Okay. Wie viele Drähte? 5. 5 nee, Drähte. Nee, warte, sorry. Das ist das Ding mit den Sternen unten. Okay. Sterne. So, okay. Erste Position, kein Kabel. Erstes, zweite ist Position. Wichtig. Okay, da ist ein Kabel, LED leuchtet nicht. Es ist ein Stern und es ist blau-rot gestreift. Also nicht gestreift, aber so länglich, so wie so ein... Erstmal eine Eigenschaft. LED leuchtet. Nicht. Leuchtet nicht, okay. Hat aber einen Stern. Ja. Mit der Maus, dass man das sieht, okay. Hat und einen Stern und ist blau. Blau-rot, wie so ja. Eine Zuckerstange. Blau und rot? Ja, so gestreift, wie so eine Zuckerstange. Okay, blau-rot, dann sind wir hier in dem Bereich. Noch 5 Minuten, also wir haben noch 6 Sekunden für dieses Modul. Was? Durchtrennen, wenn die Bombe einen Parallelport hat? Ach so, so eine Schnittstelle. Ja, wir haben 1. Okay, also warte, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist kein Parallelport, aber... Den bereits? Naja, das ist, glaube ich, ein Analogport. Ist eigentlich ein Parallelport, oder? Ach, keine Ahnung. Okay. Ja, du musst durchtrennen, wenn es einen Parallelport hat. Nee. Dann hat es keinen Parallelport. Okay, Frage beantwortet. LED leuchtet, Kabel ist weiß und es ist ein Stern. Langsam! LED leuchtet. Ja. Hat einen Stern. Hat einen Stern. Und? Kabel ist weiß. Ist weiß. Durchtrennen, wenn an der Bombe 2 oder mehr Batterien sind. Ja, wir haben 2. Dann durchtrennen. Okay. Jetzt, LED leuchtet nicht. Ja, LED leuchtet nicht. Sternchen. Stern, ja. Und das Kabel ist wieder blau-rot. Also ist gleich wie vorher. Ja. Dann... Nee, da war vorher eine LED mit an, glaube ich, oder? Ich weiß nicht mehr. Ach so. Aber egal, auf jeden Fall, LED ist jetzt aus. LED ist aus und ist blau-rot. Ja. Blau. Also nicht durchtrennen, weil wir haben keinen Parallelport. Ja. Gut, nächstes ist wieder... Also ist, glaube ich, wieder durchtrennen. So. Dann... LED aus, rot, Sternchen. LED aus, rot. Was? LED aus, rot. D, durchtrennen den Draht. Okay, grün, geschafft. So. Jetzt haben wir hier das Labyrinth-Ding. Oh fuck, ey. Okay, nee, okay. Doch. Okay. Wie sieht denn das aus? Beschreibe mir es. In der ersten Reihe ein grünen Kreis beim vorletzten Punkt. Warte langsam, ich muss überlegen, was ist Reihe und was ist Spalte. Okay, in der ersten Reihe ist was? Also, die ganze obere Reihe ist eine Reihe. Ja. So, da ist vorletzter Punkt ist grüner Kreis. Okay, In der zweiten Reihe... Und wo bist du? Ist das das rote Dreieck oder das weiße Ding? Also, Reihe, dritte von rechts ist rotes Dreieck. Der Entschärfer muss das weiße Licht mit Hilfe der Pfeiltaste zum roten Dreieck navigieren. Ah, okay. Ist also das weiße Licht. Genau, also das Ziel ist, das rote Dreieck ist, und das ist in der dritten Position von rechts in der zweiten Reihe. Zweite Reihe, dritte Position von rechts, du bist hier. Und wo ist das Ziel? Nee, das ist das Ziel. Okay, wo so, bist du? Und ich bin in der 1, 2, 3, in der vierten Reihe. Vierten Reihe. Zweite von rechts. Vierte Reihe, zweite von rechts. Vierte Reihe, zweite von rechts. Was? Aber Reihe ist doch oben. Du meinst Spalte? Nein. Digga, Reihe. Eine Reihe geht von links nach rechts. Vierte Reihe ist
Ja, wie soll ich das anders sagen? Das ist eine vierte Reihe. Zwei. Ich bin verwirrt. Ah, schön. Schön, dass du auch im Modul nicht kannst. Warte, vierte Reihe. Was ist eine Reihe, verdammt nochmal? Das ist eine Spalte. Von links nach rechts. Eine Spalte. Eine Spalte ist von oben nach unten. Und die Reihe ist. 56 Sekunden, 56 Sekunden. Warte, ey. Ich weiß nicht. Geh mal nach unten, ganz nach unten. Geht nicht. Fehler. Fehler. Okay, wir machen. Nee, keine Ahnung. Versteck dich mal. Scheiß drauf. Mann! Oh, warte. Was? Oh Gott. Was war jetzt? Ich hab gar keinen Tisch, Alter. Ich hab vergessen, dass hier kein Tisch steht, Mann. Ich wollte mich drauf abstützen. Oh, fuck, ey. Oh, soll... schön war's. Ah, scheiße. Mann, wie sie. Was? Das ist doch eine Spalte. Du sagst die vierte Reihe. Digga, lass es noch mal gemeinsam an deinen... Also vierte Reihe meinst du dann von ganz oben dann der vierte Punkt? Ey, ich bin total verwirrt, Mann. Ich wollte mich auf den Tisch abstützen, wo kein Tisch ist. Boah. Oh, ich liebe VR. Okay, also. Vierte, pass auf. Guck auf meinen Screen. Ja. So, das hier oben... Ja. Das ist eine Reihe. Das ist auch eine Reihe. Ja. Das ist auch eine Reihe. Ja. Das ist eine Ach Spalte. So, und dann warst du hier und dann war das zweite von rechts. Genau, das heißt, ich war irgendwo hier unten rechts dann sozusagen. Ach so, dann hättest du nur nach oben gehen müssen und dann nach rechts und dann nach unten. Okay, komm. Noch eine Runde und dann Pause. Okay. This is the last round! So, aber jetzt, diesmal schaffen wir es. Ich spüre okay. es. Okay, ich kriege auch schon richtig Durst. Mach erstmal die schnellen Sachen, Drähte oder so. Zum Warmwerden sozusagen. Ja. Okay, Symbole. Okay. CO. CO. Euro mit Doppelpunkt. Euro mit Doppelpunkt. H mit Strich. H mit Strich. Und C mit Punkt drin in der Mitte. C mit Punkt. Okay, Euro. C Punkt. CO. Na. Okay. Drähte mit Sternchen und LED, meinst du, das kriegen wir hin? Ja, okay. Sonst kann ich auch erstmal das mit den verschiedenen Plattformen, mit den Drähten machen. Was? Na, ist egal. Komm, wir machen jetzt erstmal hier Sternchen. Also. Kein Stern, keine LED, roter Draht. Langsam! Ah! Okay. Kein Stern, LED. Ist aus. LED ist aus. Ja, und roter kein Draht. Kein Stern. Kein Stern, LED aus, roter Draht. Durchtrenne, wenn die letzte Ziffer gerade ist. Letzte Ziffer von was? Von der Seriennummer? Ja. Ich guck kurz Anhang. Was parallel? Sie ist gerade. Also durchtrennen. Ja, okay. Jetzt weiß ich, was ein Parallelport ist. Dieser ganz, ganz lange. Der hier. Den man... Ja. Ja, genau. Ja, macht ja Sinn. Drucker. Egal. LED ja, aus. Mach mal leise. Also, LED aus, Sternchen LED nicht. Aus, kein Sternchen, okay. Weißer Draht. Weißer Draht, das ist dann durchtrennen. Okay. LED an. Ja. Kein Stern. Ja. Blau-Weiß. Blau. E. Hat parallel, habe ich ja gesehen, durchtrennen. Hast du gesehen? Ah, warte, warte. Wenn die Bombe einen Parallelport hat, ja, das zwei. Hat zwei, dann nicht durchtrennen. Okay. LED an, Sternchen. LED an, Sternchen, ja. Und rot-weiß gestreift. Rot-weiß. Digga, ich drück schon fast. Was soll ich machen? Warte. Der legt mich nicht ab. Rot-weiß. Hat die Bombe, wie viele Batterien hat die Bombe? Wie viele Bomben hat die Batterie? Eine. Durchtrenne, wenn an der Bombe zwei oder mehr Batterien sind, dann nicht. Okay. Und jetzt ist aber, wann wird es grün? Okay, dann mach den vorherigen durchtrennen. Oh. Immer noch nicht? Doch, jetzt ist grün. Okay, jetzt haben wir hier die Buchstaben wieder, diese Tasten mit den Wörtern drauf. Okay, was steht auf dem Display drauf? Ja. Was? Ja. Ja, was steht drauf? Ja. Achso.
Ja. Erste Spalte, zweite Reihe. Was steht drauf? Erste Spalte, zweite Reihe. Warte. Warte, warte, warte. Warte. Okay. Sag mir mal, was steht drauf? Warte. Und die anderen meine ich. Wo? Die alle anderen Tasten? Ja. Zehn. Zehen. Langsam. Zehn. Zehn, wie die Zahl. Aha. Zehen, wie das, was du am Fuß hast. Ja. Warte. Ja. Moment. Ja. Da steht. Ja. C, wie der Buchstabe. Zehen. C, wie der Buchstabe. Zehen. Okay. Fertig? Ja. Okay. Jetzt steht ein C oben. Oh, wie der Buchstabe. Weiter. Okay. C, C, C. Okay. Zweite Spalte, erster Platz. Zweite Spalte, erster Platz. Zehen, so wie das am Fuß. Zehen. Okay. Sag an, was steht? So ein, zehen. Moment. So ein, zehen, ja, weiter. Zehen, die Zahl. Ja. Cn, das chemische Zeichen. Sohn. Oh ja. Gott. Oh Gott drücken. Was? Sohn mit dem Apostroph musst du noch dazu sagen. Ach so, nee, war aber nicht. Es war Sohn mit H. Okay, egal, steht Warte drauf. Also wie vorhin. Warte. Zweite Spalte, zweite Position. E, der Buchstabe. Okay, sag an. C, wie ein einzelner C. Ja. Zehn. Meinst du C, der Fuß oder Buchstabe? Ja. Wie der Fuß, okay. C. Dann 10, aber also wie die Zahl aber ausgeschrieben. Zehn. Okay, die Zahl ausgeschrieben. Dann 10, nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl. Ja. Dann C, der Buchstabe. Der Buchstabe C, ja. Dann 10, Mehrzahl von C am Fuß. Ja. Und dann CN, das chemische Symbol, von dem ich gerade nicht weiß, welches CN das ist. CN drücken. Okay. Oh Gott, steht drauf. Oh Gott. Erste Spalte, letzte Position. Nichts. Wie nichts? Da steht also, nichts? Ja. Nicht, steht da nichts oder ist da nichts? Ja, da steht nichts. Da steht nichts als Wort. Okay, sag an. Okay. Also es steht okay. Nichts. Okay. Nichts. Leer. Was? Leer als Wort oder leer, leer? Ach so, okay. Es sind alles Worte jetzt. Okay. Leer. Nichts. Leer. Was? Okay. Was? Drück was? Drück was? Was? Nein. Okay, es steht CE im Display, also wie das CE-Zeichen auf Elektronik. Was? Das CE-Zeichen im elektronischen... CE. Zweite Spalte, letzte Position. Nichts. Das Wort? Ja. Okay, sag an. Was? Leere Taste? Drück was? Was? Egal, ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt beide von derselben Spalte und Reihe gesprochen haben. Echt? Oh Mann, ey. Können wir einmal einen Moment haben, wo wir es gewinnen? Ja, wenn ich beim nächsten Mal wieder... Okay. Hier. Was machst du jetzt? Achso, tschüss! Ich weiß nicht so recht. Waren wir gut, waren wir schlecht? Waren wir ein bisschen kompliziert im Denken? Oder haben wir uns von der VR-Euphorie ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen? Ich weiß nicht, aber es war witzig. Und beim nächsten Mal schauen wir, wie weit wir kommen. Oder ob wir vielleicht mal neue Module freischalten. Wie wäre das denn? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Arnold Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs. Thank you.